Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch die L'Oréal Extraordinär Lippenstifte vorstellen. Die sind aus der Colorish-Reihe. Habt ihr vielleicht auch schon bei DM gesehen? Die sehen so aus. Gibt es in 9 verschiedenen Farben hier bei uns in Deutschland und die kosten jeweils 10,95 Euro, was ja nicht ganz günstig ist. Es handelt sich um einen Liquid Lipstick, das heißt, es ist so eine Mischung aus Lippenstift und Lipgloss. Und L'Oréal verspricht eine intensive Farbe wie bei einem Lippenstift, eine pflegende Wirkung wie bei einem Lipbalm und ein glänzendes Finish wie bei einem Lipgloss. Und das Ganze finde ich eine sehr interessante Kombination, die dann hoffentlich auch so gelingt, habe ich mir gedacht. Und es gibt wirklich Farben von Nude, Rosé, Pink, Rot. Es sollte also wirklich für jeden Farbtyp was dabei sein und für alle ja, Geschmacksrichtungen. Viele ja, sind ja ein bisschen mutiger, andere tragen lieber Nude. Und ich bin sehr zwiegespalten bei meiner Meinung zu diesen neuen Produkten von L'Oréal. Ich finde das Produktdesign übrigens gelungen. Es ist eben so typisch L'Oréal mit dieser goldenen Verpackung. Man sieht hier gleich, welche Farben man in der Hand hat, was ich wirklich praktisch finde. Auch hier unten nochmal zu erkennen und oben nochmal mit der Nummer. Und der Applikator ist auch wirklich ein Traum. Es lässt sich sehr gut auf die Lippen auftragen. Der Applikator ist schön weich. Man kann damit schön präzise arbeiten und das ist mir eben besonders wichtig. Ich fange mal an mit der hellsten Nuance und zwar ist das Matte Pink, die Nummer 100. Das ist ein wirklich sehr dezentes Rosé, was meine Lippen aber leicht tot aussehen lässt, finde ich. Es setzt sich auch in den Lippenfältchen ab. Ich habe ja auch sehr trockene Lippen und das finde ich nicht so schön. Also ich finde weder die Farbe gut noch den Auftrag, muss ich sagen, weil es sich eben absetzt. Ansonsten ist das Tragegefühl aber bei allen Farben wirklich top. Es klebt nicht und ihr habt wirklich ja, ein sehr angenehmes Tragegefühl, eigentlich wie bei einem Lippenstift, nur dass das Ganze eben ein richtig glossy, glänzendes Finish hat. Vielleicht sieht diese Art von Farbton einfach auch bei etwas gebräunten Hauttypen besser aus als bei so Blassnasen wie mir. Als zweites habe ich die Nummer 600, das ist die Farbe Nude Vibrato. Ich denke, zu der werden die meisten greifen, wenn sie es im Laden sehen und sich das swatchen, weil das wirklich ein toller Nude-Ton ist. Es ist wirklich so eine My Lips But Better Farbe, die mir persönlich auch sehr gut gefällt, gerade wenn das Augen-Make-up ein bisschen intensiver ist und ihr vielleicht abends Smoky Eyes macht, ist das eine ganz tolle Farbe, die auch wirklich sich nicht absetzt, die nicht verläuft, die ganz gut hält. Es ist übrigens nicht so, dass das die mega lange Haltbarkeit hat. Es ist auch nicht so, dass es so einen krassen Stain hinterlässt. Also man muss schon aufpassen und es gibt auch, wenn man jetzt was trinkt oder so am Glas, sind extreme Abdrücke dann. Also da hätte sich L'Oréal vielleicht etwas Haltbares aussuchen sollen. Allerdings ist es eben auch so, dass diese ganzen haltbaren Geschichten die Lippen wieder so stark austrocknen. Mein persönliches Highlight ist ja die Nummer 500. Ich glaube Molto Mauve oder so wird es ausgesprochen. Das ist eine richtig tolle Farbe für den Alltag perfekt. Eigentlich für alles perfekt. Also ich bin richtig verliebt in diesen Ton. Das ist mein absoluter Liebling aus dieser Reihe. Den werde ich sehr gerne tragen und die würde ich mir auch sofort nachkaufen, wenn der leer ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel da drin ist. Ich schätze mal, da sind so 6 Milliliter drin. Es wird also auch nicht ewig halten, wenn man das oft benutzt, weil man auch eben mal nachlegen muss, wenn man irgendwie was isst oder was trinkt. Und ja, ansonsten ist das aber mein Star aus diesen 5, die ich jetzt ausprobiert habe. Was mich gar nicht überzeugt hat, ist die rote Variante davon. Das ist die Nummer 304 Ruby Opera. Das ist an sich ein richtig geniales Rot. Allerdings lässt er sich eher schwierig auftragen, weil er so ein bisschen anfängt zu verlaufen. Und das Schlimmste ist, er klebt so sehr an den Zähnen. Also ich war völlig überfordert mit dieser Nuance. Ihr müsst nur einmal die Lippen schließen, dann habt ihr es schon an den Zähnen. Und da ist das komischerweise ziemlich hartnäckig. Also ein toller Rotton, wirklich. Macht auch weißere Zähne, finde ich. Und es ist wirklich ein toller Ton, selbst für meine sehr helle Haut. Aber ansonsten, also von der Anwendung her, eine Katastrophe. Also den würde ich niemals tragen wollen, weil man das einfach überall hat, nur nicht da, wo es hin soll. Ähnlich geht es mir auch mit dem wirklich tollen Ton hier. Die 204 Tangerine Sonate.
Und das ist, Orange ist ja voll Trend. Und das ist wirklich mal ein Orangeton, der mir für mich gefällt. Wo ich finde, okay, der steht mir, der ist nicht too much. Und sonst habe ich mit Orange echt ein Problem. Den finde ich ganz toll. Allerdings ist der genauso auf den Zähnen. Es ist natürlich nicht gleich so auffällig wie bei Rot. Aber nichtsdestotrotz möchte ich meinen Lippenstift nicht auf den Zähnen kleben haben. Und auch der ist etwas schwieriger im Auftrag. Dafür verläuft er aber nicht so stark wie der Rote. Und ja, also ich kann euch echt den Orangen und den Roten deshalb nicht ans Herz legen. Aber die 500 und die 600 sind wirklich absolute Kauftipps, die ich euch sehr empfehlen kann. Finde ich sehr, sehr schön von L'Oreal. Ich habe ja einige L'Oreal-Lippenstifte, mit denen ich auch eigentlich mit allen zufrieden bin. Ich glaube, ein Lipgloss besitze ich gar nicht von dieser Marke. Schreibt mir nochmal, ob ihr vielleicht noch tolle Produkte habt für die Lippen, die vielleicht auch ein bisschen länger halten. Ansonsten kann ich euch diese beiden Farben aber wirklich sehr ans Herz legen. Finde ich super. Warum das auch für trockene Lippen geeignet ist, liegt wahrscheinlich an diesen Mikroölen, die da enthalten sein sollen, die eben so eine pflegende Wirkung haben. Intensiven Farben, hier ist es auch wirklich eine intensive Farbabgabe. Das kann ich total unterschreiben, wirklich wie von einem Lippenstift. Richtig krass, natürlich bei den dezenten Nuancen ist die Farbabgabe auch eher dezent. Aber Orange und Rot habe ich noch nie so als Lipgloss gehabt, muss ich sagen. Richtig, richtig klasse. Also die Pigmentierung ist super. Aber eben mit der Haltbarkeit ist es wirklich ein Manko, finde ich. Ich habe zum Beispiel keine Lust mehr andauernd den Lippenstift nachzuziehen. Schreibt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet, ob ihr die vielleicht schon ausprobiert habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!